Heute ist ein guter Tag, denn heute fängt das Video so an, dass ich euch sagen kann, dass ich euch eine neue Maschine zeigen werde. Für mich ist sie persönlich nicht ganz so neu, weil sie jetzt schon mehrere Monate hier in der Werkstatt steht. Ich habe euch in dem Video gezeigt, wie wir nämlich die Maschine abgeholt haben und wo die halt eben gestanden haben. Seitdem ist an der Tischfräse nicht so wirklich viel passiert. Aber heute will ich mal was mit Schleifen. Ja, richtig gehört, ich will primär tatsächlich mit der Tischfräse schleifen, also Tischschleife. Ich zeige euch mal, wie es so derzeit aussieht. Das ist das Teil. Eine Stähle Tischfräse. Tischfräse bzw. Tischkreissäge, weil das ist eine Kombimaschine. Beziehungsweise, ich glaube, das Sägeaggregat wurde eher zum Absetzen der Zapfenverbindungen genutzt. Also keine vollwertige Tischkreissäge, das auf gar keinen Fall. Wir haben keinen Anschlag nur für die Tischkreissäge. Ich glaube eher, dass das zum Schlitzen war. Und ich glaube auch, dass das eigentlich mittlerweile nicht mehr erlaubt ist, dieses Sägeaggregat. Aber korrigiert mich gerne, wenn ihr das besser wisst. Weil ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der solche Maschinen herrichtet und die wieder BG geprüft auch verkauft. Ich habe schon ein bisschen was dran gemacht, weil ich dieses Mal nicht so viel Zeit reinstecken wollte, die Maschine frisch zu machen und das halt eben zu filmen. Weil zum Glück gibt es dieses Mal nicht ganz so viel an der Maschine zu erledigen. Einmal alles aufschrauben, einmal alles sauber machen, schauen, wo es so ein bisschen was klemmt. Werde ich euch nämlich gleich was zeigen. Und ich will euch ab dem Punkt jetzt zeigen, was so eine Tischfräse kann, damit ihr es auch mal gesehen habt. Denn ich habe mich über Jahre hinweg durch viele, viele Schreinervideos mal durchgeguckt und zum Beispiel mir angesehen, wie baut man so eine Spindel aus. So sieht's aus. Das ist nämlich die Spindel der Tischfräse. Die kann man nämlich austauschen. Genau, wie funktioniert das? Lange wusste ich nämlich gar nicht oder vor mehreren Jahren, dass das überhaupt geht. Ich werde euch einmal rund nehmen, werde euch die Maschine kurz zeigen und genau, bleibt dran. Wir sind jetzt gerade dabei, die Maschine wieder frisch zu machen. Also, hier kann man es schön lesen, eine Stähle Tischfräse. Wunderschönes Teil, ganz schön groß, relativ schwer, nicht so schwer, wie man meinen könnte. Genau, also wir haben einen fetten Motor, also wirklich, der ist übel groß. Wir haben zwei Riemenscheiben, wir haben vier Geschwindigkeiten. Hier sehen wir die einzelnen Geschwindigkeiten und vielen lieben Dank an die Community, denn ich habe euch gefragt, hey, wie können wir vier Geschwindigkeiten hier rausbekommen, weil wir haben ja nur zwei Scheiben. Und zwar geht das hier, ich dachte, das wäre ein normaler Stern-Dreieckschalter. Und zwar haben wir hier die Stufen 1 und 2. Und das bedeutet, dass wir mit dieser Maschine hier Geschwindigkeiten fahren können von 3000, 6000, 5000 und 10.000 Umdrehungen. Ich brauche speziell die 3000 Umdrehungen. Weil hier dieser Schleifigel maximal 3000 Umdrehungen haben darf. Hebel zum Arretieren der Spindel. Großes Loch, Gullideckel, zeige ich euch gleich. Rechts-Linkslauf, wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob man mit der Linkslauf fräsen darf. Weil wir haben hier die Überwurfmutter, zeige ich euch gleich, wenn wir es montieren. Hier haben wir die Spindel. Und die hat keine Zapfen, die das Verdrehen sichern. Das bedeutet, wir haben keine Zapfen, die hier reinkommen. Und wenn wir dann logischerweise diese Spindel hier im Linkslauf laufen lassen, dann wird sich hier die Überwurfmutter lösen und die Spindel würde sich lösen. Deswegen schreibt mal es gerne in die Kommentare. Ich gehe davon aus, dass wir hier diese Zapfen brauchen, dass sich das halt eben nicht verdreht. Ein massives Handrad kann man hiermit sichern, damit man das nicht mehr drehen kann. Wir haben hier Schmieröffnungen, da kommt Öl rein. Unten kommt es aber nicht mehr raus. Wir haben hier Schmierungen an der Spindel, hier in etwa. Diese Tischfräse verfügt eigentlich über einen Schiebeschlitten, der hier nicht mehr dabei war. Ich habe einen Kollegen, der hat genau die gleiche Tischfräse. Er hat gesagt, hier, wenn du willst, kannst du meinen Schiebetisch haben. Aber ich glaube, der ist zu groß für meine Werkstatt. Also deswegen sind alle Vorbereitungen dran, um den Schiebetisch auch zu benutzen. Ich habe noch diesen Auslegerarm. Der Schiebetisch ist leider nicht dabei gewesen, aber vielleicht kann ich euch das mal zeigen. Vielleicht leihe ich mir dann mal einfach den Tisch aus, dass wir das ausprobieren können. Das hier ist das Motor. Das hier ist der Motor von dem Sägeaggregat. Das kann man dann hier lösen und dann kann man das hier hoch und runter setzen. Das bedeutet, man könnte hier einen Zapfen absetzen und könnte hier mit dem großen Durchmesser dann einen Zapfen freischneiden. Die Maschine wurde vorher bei einem Fensterbauer nämlich benutzt. Also, wir wollen jetzt als erstes die Spindel wieder einbauen. Da gab es auch erste Komplikationen gestern Abend. Und zwar war die Spindel so dermaßen fest, dass ich mal nicht sicher war, ob die irgendwo noch montiert oder blockiert ist oder irgendwas, was auch immer. Ich blockiere mal die Spindel jetzt. Jetzt hört ihr, es ist die Spindel nämlich arretiert. Auf jeden Fall war die Spindel, also hier dieses Teil, das Ding hat so fest gesessen, dass ich die partout nicht rausbekommen habe. Und ich habe Silikonspray reinlaufen lassen über Nacht, hatte hier zwei Auflagen, habe das noch oben rausgespannt, habe dann und habe da relativ viel Spannung schon draufgebracht. Danach habe ich mit
ein bisschen Hitze das Ganze warm gemacht und plötzlich ist die Spindel mit der ganzen Tischplatte nach oben rausgeschossen. Also die Spindel ist ein Stückchen nach oben geflogen und die ganze Tischplatte, die ein paar Kilo wiegt, die ist sogar auch nach oben geflogen. Also wenn die über Jahre fest sind, die Spindeln, dann können die sich manchmal ganz schön festsetzen. Ganz genau. So, die werden wir jetzt hier wieder einsetzen. Ich baue dafür mal diese Distanzringe ab. So, die Spindel nehmen wir jetzt und treiben wir so ein wie bei einem Bohrfutter. Ich werde jetzt erstmal den Rundlauf prüfen, weil mich das interessiert, wie gut das noch aussieht. So, sagen wir mal 0,01 ist jetzt die Nullposition. Ich drehe es mal langsam. Ja, hier ein Zehntel bis zwei Zehntel. Das kann sich doch sehen lassen. Hier haben wir eine Überwurfmutter. Wie können wir jetzt hier aufschrauben? Mir fehlt der passende Hakenschlüssel, also kommt hier der Universalschlüssel zum Einsatz. Ich habe hier gestern schon eine halbe Kanne Bett- und Gleitbahnöl durchgejagt. Aber unten kommt immer noch kein Öl raus. In der Maschine kommt auch noch kein Öl raus. Deswegen werden wir einfach oben bei der Öffnung noch ein bisschen Öl reinpumpen. Was ist der Unterschied bei so einem Bett- und Gleitbahnöl? Das bleibt eher auf den Laufflächen und läuft nicht einfach runter. Weil wenn man eine Gleitbahn hat, dann will man ja auch nicht, dass man Öl drauf gibt, damit alles geschmiert ist und das Öl direkt nochmal runterläuft. Das ist also so konzipiert, dass es nicht so schnell abläuft und eher auf den Gleitbahnen bleibt. Ich bekomme es ja nicht so gut auf die Kamera drauf, aber hier ist eine Öffnung. Die ist ganz ölverschmiert außen, deswegen gehe ich einfach davon aus, dass sie da früher immer Öl oben reingekippt haben. Unten ist noch kein Öl rausgekommen. Hier ist eine Bohrung, wo das Ganze dann senkrecht runter geht. Also gehe ich davon aus, dass das die Position ist, wo man die Spindel ölen kann. Und deswegen kommt da gut Öl rein. Ich habe ja so einen richtig geilen Industriereiniger, das ist Jartop. Den habe ich damals in der Ausbildung auch immer benutzt. Und der ist echt gut. Also da habe ich mir so eine 20 Liter Kanne gekauft, das ist auch nicht so teuer. Und genau, das ist abgefahren, wie viel Schmaddel auf der Maschine ist. Ich glaube, die wurde noch nie sauber gemacht. Und genau, wenn man die jetzt einmal sauber macht, dann, also bei mir ist es jetzt zumindest so, da habe ich direkt auch viel mehr Lust, die mal zu benutzen, weil vorher hat sie wirklich echt scheußlich ausgesehen. Hier sieht man auch überall, wo der braune Dreck runterläuft. Wir werden jetzt den Einlegering wieder montieren. Da gibt es eine Besonderheit. Denn ich werde den Einlegering anders montieren. Vorher hat der Einlegering so montiert, dass der Anschlag so an der Spindel sitzt. Ich werde den Einlegering jetzt so montieren, dass der Anschlag so an der Fräse sitzt. Macht viel mehr Sinn, wie ich finde, weil dann hat man nicht so viel ungenutzte Maschinen einfach nach hinten rausstehen. Weil durch den Zusatzmotor ist die auch relativ breit bzw. tief. Und genau, ich wusste vorher gar nicht, dass man hier diesen Ring so drehen kann. Aber für euch die Info, den Ring von so einer Tischfräse kann man zumindest mal bei dem Typen hier drehen. Da kann man einfach den Anschlag drehen. Hier in dem Fall macht es halt Sinn, weil man dann das Kreissägeaggregat so benutzen kann. So, der Teil steht jetzt in der Luft. Da müssen wir jetzt natürlich ein bisschen aufpressen. Das ist das nicht auf den Finger fällt. Die steht jetzt komplett in der Luft. Das Gute an den Teilen ist, dass das eigentlich so massiv ist, dass das so fest überall drauf drückt, dass das nicht so einfach rumkippt. Trotzdem müssen wir jetzt hier natürlich gut aufpassen,
Gerade weil die Stockwinde hier schief steht. So, das peu à peu. So, so einfach geht's. Mit zwei Leuten könnte man die auch auf jeden Fall schieben. Weil ich natürlich alleine in der Werkstatt bin, werde ich die an der einen Seite hochlüpfen. Jetzt natürlich aufpassen, dass ich mir den Rückenbogen nicht kaputt mache. Und jetzt sollte ich sie eigentlich schieben können. So, wir werden es jetzt doch ein bisschen anders machen. Man kann einfach mit einer Stockwinde so eine Maschine zur Seite drücken, das geht auch. So. So, ich muss gucken, dass ich hier ein bisschen Platz mache, weil ich muss natürlich noch hinten die Klappe aufbekommen. Jetzt können wir mal mit dem Anschlag weitermachen. Der hat eine richtig coole Funktion. Welche das ist, werde ich euch aber gleich erst zeigen. So, ich habe jetzt hier mal alles demontiert. Das hier ist nämlich der Anschlag von der Fräse. Und da kann man die Backen einstellen. Das ist mega geil, wenn man da zum Beispiel etwas schleifen möchte, dann kann man sowas einstellen wie bei einer Abrichtung im Prinzip, dass das hier der Tisch ist zum Beispiel, der dann eben ist mit dem Schleifkopf, wenn wir was schleifen wollen, und hinten der Tisch ist dann ein bisschen weiter im Material versenkt, dass man halt eben hier so einen halben Millimeter wegschleifen können. Ich werde es euch einfach zeigen, wenn es soweit ist. Das Ganze hier werde ich jetzt auch nochmal schmieren. Ich hatte das vorher jetzt auch alles mal kurz abgeschnitten, weil da war ein bisschen Flugrost drauf und das will ja keiner. Ich werde das Leben heute ein bisschen einfacher machen. Hier die Holzanschläge werde ich zumindest mal heute aufbereiten und eine neue Oberfläche draufbringen. Da muss ich jetzt keine komplett neuen herstellen. Wie gesagt, weil ich habe heute nicht mehr so viel Zeit. Ich will unbedingt die Maschine mal benutzen. Und mit aufgebesserten Backen wird es auch besser funktionieren. Da muss man jetzt nur ein bisschen aufpassen, denn da ist ziemlich viel Metall tatsächlich drin, weil die irgendwelche Nägel in diesen Anschlag gefeuert haben. Naja! Noch Absauger und dann können wir wieder probieren. Erstmal sorry, ich habe in dem Video nicht so viel gezeigt, was ich jetzt hier gemacht habe, weil ich war irgendwie nicht so fit. Deswegen neuer Tag, neues Glück. Heute werde ich euch die Maschine einmal kurz zeigen und ich werde euch speziell die Aufgabe zeigen, die ich jetzt bis jetzt zumindest mal geplant habe, am meisten hiermit umzusetzen. Generell, ich habe derzeit noch ein Stromproblem und zwar habe ich hier keine Trägensicherung drin, wo sie jetzt angeschlossen ist. Das bedeutet, ich kann die Maschine nur auf der ersten Stufe laufen lassen. Ich werde euch aber gleich zeigen, wie man in die zweite Stufe schaltet. Das finde ich mir relativ spannend. Das haben nämlich auch ein paar Zuschauer auf Instagram gesagt, dass das halt eben so funktioniert. Genau. Deswegen werden wir heute auch nichts fräsen, sondern nur schleifen. Ich habe hier einen Schleifigel drauf montiert und das ist eine ziemlich feine Sache, gerade wenn man Plattenmaterial so ein bisschen verarbeitet oder dünnere Brettchen. Die kann man nämlich damit echt richtig gut schleifen, aber auch breiteres. Ich werde euch jetzt erst einmal zeigen, wie das funktioniert mit der Geschwindigkeit und dann schauen wir uns die Maschine so ein bisschen an. Hier aber an der Stelle noch mit am wichtigsten.
ich hätte nicht gedacht, dass die so gut wieder wird. Also das ist auch wirklich die erste Maschine, die ich von allen Seiten so richtig, richtig mit einem richtigen Reiniger sauber gemacht habe, in Ausnahme von der Hobelmaschine, von der Dicte. Und die ist wirklich wieder so, so gut geworden. Und gerade bei der Tischfräse hätte ich nicht gedacht, dass da so viele Eigenheiten sind, dass man die anpassen kann, wie allein hier der Gulliring in Anführungszeichen, dass man so den ganzen Anschlag drehen kann, dass man die Spindel ausbauen kann, dass man verschiedene Geschwindigkeiten hat, rechts, links Lauf und so weiter und so fort. So eine Tischfräse kann schon echt ziemlich viel. Und das, was ich hier in der Werkstatt mitmachen werde, wird sehr wahrscheinlich relativ wenig sein. Aber mal sehen, was die Zeit noch so bringt. Generell zum Standort. Die Tischfräse steht dort, wo es auch schon die ganze Zeit steht. Aber um 90 Grad vorher zu so gestanden, jetzt um 90 Grad einmal nach rechts gedreht. Und tatsächlich muss ich bei der Ausführung hier alle Seiten eigentlich freilassen. Das bedeutet, hier ist die Klappe zur, damit ich den Riemen wechseln kann. Hier ist der Einschalter, die Kurbel für hoch und runter, der eigentliche Arbeitsbereich. Und hinten befindet sich so ein bisschen der Vorschubapparat. Und jetzt gerade was zu dem Schalter, was ich eben schon angesprochen habe. Stern, Dreieck, das ist jetzt Stufe 1. Jetzt seht ihr hier eine 2. Dafür ist hier dieser Knopf, damit mit dem Knopf kann man den Hebel dann mechanisch weiterdrehen. Und ich gehe mal davon aus, dass der Motor sich nicht selbst zerstört, ist da eine Blockade drin, dass man den nämlich nach links drehen kann, weil wenn der von 6000 auf 3000 Umdrehungen runtergestellt wird, dann wird der Motor wahrscheinlich auf kurz oder lang kaputt gehen. Das bedeutet, man kann ihn nur nach rechts drehen, wenn man im zweiten Gang ist. Im ersten Gang kann man dann nochmal auf links drehen. Falls ihr euch fragt, warum hier zwei Anschlüsse sind, das ist der zweite Motor für das Sägeaggregat. Das hier ist für ein Vorschubapparat. Motor. Vorschubapparat. Witzige Story, dieser Vorschubapparat hier, den habe ich gekauft, als ich meinen Kantenschleifer gekauft habe. Das war wirklich vor vielen, vielen Monaten, ich glaube anderthalb Jahre ist es her. Und ja, den habe ich für einen guten Preis bekommen. Die kostet mich normalerweise relativ viel, wenn man da mal nach einem sucht. Der hat zwar nur zwei Rollen, normalerweise haben die meisten Tischfräsen dann drei Rollen Vorschub oder noch mehr Rollen, aber normalerweise drei Rollen. Der hat nur zwei, funktioniert für das, was ich mache, trotzdem sehr, sehr gut. Wie funktioniert so ein Vorschubapparat? Ich zeige es euch einmal. Wenn man den Fräser wechselt oder halt den Schleifigel oder was auch immer, also normalerweise befindet sich das Vorschubaggregat hier, den kann man ganz entspannt rechts rüber drehen. Hier sehen wir auch schon zwei Walzen. Wir können den Motor in zwei Richtungen laufen lassen, je nachdem, ob wir rechts oder links Lauf an der Tischfräse haben. Das ist jetzt meine Richtung, um das Material nach links zu bewegen. Stufe 1, 2, in die andere Richtung geht es auch. Immer darauf achten, dass hier auch genügend Öl drin ist, weil hier war kein Öl mehr drin. Dann können wir das Ganze hier natürlich auch noch an die Höhe anpassen. Dafür ist hier die Kurbel. Bei manchen Varianten dreht man aber auch hier diesen kompletten Auslegerarm hinten hoch und runter. Hier ist es halt in dem Fall, dass man nur den Vorschubapparat an und für sich vorne hoch und runter dreht. Den kann man hier dann noch verdrehen. Das hat den Grund, dass man den Vorschubapparat immer leicht schräg zum Anschlag stellen muss, weil wenn man den nur parallel zum Anschlag ausrichten würde, dann könnte es passieren, dass das Material, was man schleifen oder fräsen möchte, vom Anschlag weggedrückt wird. Wenn man den leicht schräg zum Anschlag stellt, dann wird das Material auch immer wirklich schön gegen den Anschlag gedrückt und das hält einem die Finger frei. Genau, den kann man dann normalerweise so feststellen. Wenn man die Höhe eingestellt hat, kann man auch beide Hebel arretieren. Und jetzt ist das Ganze befestigt. Die Anschlagbacken, damit bin ich noch nicht so zufrieden, weil das nicht genau plan ist. Die unteren Holzlagen, die sind nicht so plan die ganze Zeit schon gewesen. Ich hätte gedacht, das wäre okay. Da werde ich aber schauen, dass ich sehr wahrscheinlich irgendwann die austausche und komplett neue herstelle oder halt mir was kaufe. Genau. Und die Einstellung hier werde ich jetzt auch nicht verändern. Das ist jetzt so, dass wir, glaube ich, einen halben Millimeter ungefähr schleifen können. Werden wir aber gleich dann nochmal nachmessen, wenn wir es mal geschliffen haben. Und ihr seht, ich habe auch schon relativ viel geschliffen mit diesem Setup und es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, Kanten zu schleifen. Ich zeige euch mal eine Sache, wie ich die Maschine starte. Also hier unten ist regulär der Einschalter. Und jetzt bin ich mal gespannt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wie laut würdet ihr euch vorstellen, dass die Maschine ist. Das war's. Wie gesagt, das ist die Stufe 1. Auf der Stufe 2 oder auf der Stufe 4 ist es natürlich noch ein gutes Stückchen lauter, weil der Motor dann mehr Umdrehungen macht. Und es kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was für ein Fräser oder Schleifer. Der Schleifer ist jetzt nicht laut, weil der nicht viel Luft verwirbelt. Es kommt auch immer drauf an, was für einen Fräser man drauf hat. Wenn man einen großen mit viel Luft dazwischen hat, dann wird es relativ laut. Aber so wie ich das Ganze jetzt hier betreibe, ist es keine Lärmbelästigung. Das ist wirklich toll. Was plane ich mit der Maschine zu schleifen?
zum einen Plattenmaterial, weil hier diese Kanten zu schleifen ist immer ein bisschen nervig. Und am Kantenschleifer funktioniert es bei mir nicht ganz so gut, weil der Kantenschleifer bei mir ein bisschen ausgeschliffen ist an einer Stelle. Und gerade bei sehr, sehr langen Teilen funktioniert es, wie ich finde, am Kantenschleifer eh nicht so gut, weil man dann teilweise dazu neigt, ein bisschen ungleichmäßig zu schleifen. Und wenn hier das Ganze einmal gut eingestellt ist, muss man es einfach nur noch reinpacken und dann schleift man auf der gesamten Länge die eingestellte Menge an Material gleichmäßig ab und dann wird es halt eben nicht schräg, das Material. Außerdem plane ich noch, hier solche Kanteln zu schleifen. Alle Kanteln, die zu lang sind, um sie auf meinem Kantenschleifer zu schleifen. Ich zeige euch einmal, was ich damit meine. Das Teil hier könnte ich jetzt natürlich noch relativ gut hier an der Maschine schleifen. Aber das ist hier manchmal nicht so schön, halt eben das Ganze zu tun. Gerade wenn die Teile nur noch ein bisschen länger sind, dann kann man das nicht so schön am Anschlag vorbeiführen, damit man gleichmäßig schleift. Außerdem ist mein Kantenschleifer hier etwas mehr ausgeschliffen, weil er auch einfach schon in die Jahre gekommen ist. Wenn die Teile noch kleiner sind, kann man sie teilweise nicht so schön festhalten. Und der Kantenschleifer hier ist eh, wie gesagt, der ist ein bisschen gebraucht und der ist nämlich ideal. Wie schön wäre es halt eben dann, wenn ich hier diese Teile auch ganz entspannt mit dem Vorschubapparat an der Tischfräse schleifen könnte, ohne dass meine Finger auch zu nah an die Maschine kommen. Ich habe ausprobiert, meine Frühstücksbrettchen hier an der Maschine zu schleifen. Dafür ist das Ganze, um es als Endstift zu sehen, gerade an den Kanten nicht so gut, so was ich bis jetzt mal herausgefunden habe, so wie ich es benutzt habe, weil die Oberfläche ein bisschen zu stark dann platt gedrückt wird. Die Oberfläche muss man hier anschließend noch ganz fix einmal mit 120er mit dem Extenderschleifer schleifen, weil sonst die Maserung relativ eingedrückt ist und dann bringt das Wässer nämlich auch an den Kanten nichts mehr. An dem Kantenschleifer hinten ist das ein bisschen sanfter, so was jetzt die Erfahrung gezeigt hat, wo ich es halt eben benutzt habe. Das bedeutet, das hier ist sehr, sehr gut, wenn ich viele, viele Leisten habe zum Beispiel und ich die einfach dran vorbeifahren lasse, dass die Oberfläche einmal richtig gut geschliffen ist. Dann fase ich das vielleicht noch einmal im Kantenschleifer. Ich habe ja da die Vorrichtung und dann gehe ich noch einmal ganz fix mit dem Extenderschleifer drüber. Und dann ist das eine Oberfläche, die für einen regulären Gebrauch wirklich richtig, richtig gut ist. Wie gesagt, bei Schneidebrettern, gerade bei Längsholzschneidebrettern, ist es wieder so eine Eigenheit. Die Fasern, die werden dann platt gedrückt und wenn man die gewässert hat, dann stellt sich die Maserung wieder hoch. Und wenn man das damit schleift, dann wird die Maserung wieder platt gedrückt, dass das Wässern an den Kanten zumindest nicht so viel gebracht hat. Lange Rede, gar keinen Sinn, wir werden jetzt was schleifen. Wir fangen mit dem Plattenmaterial an. Ich zeige euch, wie es geht. Es ist sehr, sehr simpel. Deswegen hole ich euch ein bisschen näher ran. Und ich sag mal, gerade bei dem Plattenmaterial ist das eine echte Arbeitserleichterung. Denn wie schleift man sowas hier normalerweise? Mit dem Handschleifklotz ist es doof, wenn man abrutscht, schneidet man sich sehr schnell. Mit dem Extenderschleifer bekommt man das hier nicht gut geschliffen. Mit dem Kantenschleifer geht es eigentlich ganz gut. Das hier ist halt so die Luxuslösung. Als erstes müssen wir das Ganze leicht schräg stellen. Dann müssen wir natürlich die Höhe einstellen. Dafür drehe ich das Ganze runter, bis ich hier aufsetze. Kurbel es wieder hoch, dass ich frei bin und gehe wieder ein Stückchen runter. Das kann ich hier dann feststellen. Danach muss ich natürlich alles einschalten. Ich werde das jetzt ein paar Mal durchlaufen lassen, damit ich es euch auch von allen Seiten zeigen kann. So sieht's aus, wenn man den nicht feststellt. Da sollte man natürlich dran denken. Die sägeraue Kante aus. Ich markiere es mal mit dem Bleistift. Auch einmal einstellen. Ich schleife jetzt noch die zweite Seite. So sieht die fertig geschliffene Oberfläche aus. Extrem gleichmäßig. Wir haben keine Versätze oder. Zum Vergleich, so hat sie vorher ausgesehen. Die war sägerau. Habe ich bewusst mal sägerau gelassen, dass man hier einen größeren Unterschied sieht. Das hier war die gehobelte Oberfläche. Und auf der anderen Seite ist auch die geschliffene Oberfläche. Da haben wir jetzt hier ein paar Stellen von dem Tisch. Das sind noch ein paar Abriebstellen. Genau. Aber ansonsten ist das hier auch wirklich ideal geschliffen.
wenn wir jetzt mal das hier außen vor lassen. Das Plattenmaterial ist natürlich auch geschliffen. Da ist die Oberfläche jetzt bei diesem Stück speziell noch nicht so perfekt. Also sie ist wirklich, wirklich gut geschliffen. Da kann man nichts sagen, nur wir haben leichte Brandspuren. Das liegt aber sehr wahrscheinlich daran, dass das Schleifpapier gerade an der Stelle, wo ich es jetzt hier ein paar Mal durchgeschoben habe, nicht mehr so gut war. Weil ich habe diesen Schleifigel schon echt, ich glaube, 6, 7 Jahre und ich weiß nicht mehr genau, was ich damit früher alles geschliffen habe. Es gibt davon noch ein Video, wo ich das Timer auf der Drechselbank benutzt habe, glaube ich zumindest. Und genau, deswegen wird es hier halt auch einfach für mich Zeit, dass ich mal frisches Schleifpapier bestelle. Und mit dem Setup hier, gerade jetzt was vielleicht so Plattenmaterial angeht, kann ich hier auch die Kanten sehr, sehr gut und schnell bearbeiten. Ich kann hier die Kanten an der Tischfräse schleifen und zum Beispiel die 45 Grad Phase könnte ich jetzt hier ohne weiteres am Kantenschleifer an der Vorrichtung schleifen. Und ja, das macht mich glücklich, das macht mir Spaß. Und schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Und ja, ich will auch in Zukunft mal ein bisschen was damit fräsen. Aber da muss erst der Strom noch gemacht werden. Aber generell primär wird die Fräse sehr wahrscheinlich zum Schleifen sein. Mal ab und zu was zum Falzen oder zum Nuten. Aber das muss ich selber noch abwarten. So, das soll es für heute gewesen sein. Ciao.